Mein Name ist Job, ich komme aus Eritrea. Mohammed Arabisch. Ja, ich komme aus Mali. Ich bin Beti, ich komme aus Albanien. Ich bin Tarek, Marokkaner. Ich bin Tobias aus Deutschland. Ich heiße Nami, forever Albanien. Karim Afghanistan. Ja, das war jetzt in den letzten zwei Wochen, war das, glaube ich, der 5. oder 6. Neuzugang, den wir bekommen haben. Der kommt jetzt aus Tirana, Albanien. Laut Pässen müssen wir bei 20 Asylsuchenden in der Mannschaft sein. I think a very hard job, but he's success. Very hard job, but still success. Really long life for the team driver. After, oder das Köpfen auf Englisch? After head. Fußball ist auf der ganzen Welt gleich. Das habe ich in diesen drei Ländern festgestellt. Und alle Leute, die um Fußball herum zu treffen sind, die sind irgendwie verrückt, sage ich oft. Und das ist eben das Schöne. Deshalb ist mir das alles so leicht gefallen. Ob sie in Polen Fußball spielen oder in Deutschland oder in Österreich oder überall auf der Welt. Die Regeln im Fußball sind überall gleich und deshalb ist die Sprache auch ganz ähnlich. Ich weiß, wo ich herkomme, aber ich wollte jetzt nicht sagen, ich bin jetzt der Pole, der jetzt ja, mit 30 oder mit 25 daherkam nach Deutschland, sondern bin mit 9, 10 Jahren dann rüber und mehr bin ich Deutscher jetzt als Pole. Bochum ist dann doch zum Schluss für mich dann die Heimat geworden. Also natürlich waren meine Eltern erstmal dagegen. Weil Mädchen und kurze Hose gehört sich natürlich nicht. Und, aber mittlerweile verstehen die das auch und unterstützen mich auch, wo die noch können. Wie sehr beeinflusst Fußball dein Leben? Fußball ist, nachdem ich Schule aus habe, Fußball hat mein ganzen Stress, mein ganzen Schulstress und so. Ich habe alles vergessen. Beim Fußballfeld war ich dann ganz frei. Ich stehe halt mit Fußball auf und ich gehe auch mit Fußball schlafen zum Beispiel. Also irgendwann mal auch nach Berlin, wo wir auch DFB-Pokal gewonnen haben. Wo war ich denn da? Ich war, glaube ich, bei Freunden. Und ich habe dann einen Anruf bekommen, dass meine Eltern weg waren. Ja, ich weiß ja nicht, ob jetzt immer so ist jetzt in Deutschland. Die Leute, die abgeschoben werden, gehen erstmal im Gefängnis. Ich glaube, als Frau wird man noch mal ganz anders wahrgenommen von den Spielern. Das sage ich aber immer, es sollen mehr Frauen pfeifen, vor allem auch türkische Vereine, ausländische Vereine. Oder wenn es ein Duell gibt oder ein Derby oder sonst was, da sollte mal eine Frau hin. Weil wenn da drei Männer antanzen, das wirkt noch mal ein bisschen anders, als wenn da eine Frau ist. Deutschland oder Türkei? Ich würde mich für die Türkei entscheiden. Ich bin einer, der hält für seine Männer und Özil ist einer von uns, Gerd Kirchner. Deswegen Mesut Özil. Ich weiß nicht, das geht einfach um die Ehre und da muss ich mich für Türkei entscheiden. Also würdest du dann sagen Nuri oder Özil? Nuri ist ein Ehrenmann, also auf jeden Fall Nuri. Also wenn du ein erfolgreicher Sportler bist, dann wirst du auch natürlich viel, viel mehr anerkannt in der Öffentlichkeit. Und das ist natürlich Ambition genug für jedermann, ein erfolgreicher Sportler zu werden. Denn erhobenen Hauptes durch die Straßen zu gehen, ist doch mit Sicherheit viel, viel schöner als gesenken. So, jetzt möchte ich hier, dass die Bude wackelt, alles zu sagen. Dreimal, einer für alle. Einer für alle. Wer macht's?